Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst zum Himmelfahrtstag. Wir beten mit Worten aus Psalm 47. Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Lob singet Gott, lob singet unserem König. Denn Gott ist König über die ganze Erde, lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Starken auf Erden. Er ist hoch erhaben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, wir bitten dich, lass uns deine Nähe spüren, jetzt und in aller Zeit, die du uns schenkst. Das bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir hören die Himmelfahrtsgeschichte aus der Apostelgeschichte. Jesus zeigte sich den Aposteln nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Menschen von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Halleluja! Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes, empfangen und werdet meine Zeugen sein Heiligen Geist.
Hört das Evangelium des Himmelfahrtstages. Es steht bei Lukas im 24. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Lob sei dir, Christus. Amen. Wir feiern deine Himmelfahrt mit Danken und mit Loben. Gott hat sich machtvoll offenbart, das Kreuz zum Sieg erhoben. Er sprach sein wunderbares Ja, nun bist du immer für uns da, entgrenzt von Raum und Stunde. Das Reich, in das du wiederkehrst, ist keine ferne Höhe. Der Himmel, dem du zugehörst, ist Herrschaft und ist Nähe. Präg du uns ein, Herr Jesu Christ, Gott ist nicht, wo der Himmel ist. Wo Gott ist, da ist Himmel. Nimm uns in deinen Machtbereich, gib Kraft zu Tat und Leiden und mach uns deinem Wesen gleich, in Wollen und Entscheiden. Wir freuen uns, Herr Jesu Christ, dass da auch ein Stück Himmel ist, wo wir dein Wort bezeugen. Du hast die Angst der Macht beraubt, das Maß der Welt verwandelt. Die wahre Macht hat nur wer glaubt und aus dem Glauben handelt. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass dir die Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Bruder Jesus, dem auferstandenen Christus dieser Welt. Liebe Gemeinde, was schaut ihr in den Himmel, ihr Menschen von Galiläa? Christus wird wiederkommen. So sagen es die Engel am Himmelfahrtstag, kurz nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Was schauen wir an Himmelfahrt eigentlich in den Himmel und denken, dort wäre das, was wirklich wichtig ist und geschieht und von dort die Rettung käme? Der Blick richtet sich
auf die Erde. Die Engel weisen uns hier auf die Erde, auf diese wunderschöne Schöpfung Gottes, die uns umgibt. Angelus Silesius, der schlesische Engel, der hat's in sehr schöne, wie ich finde, Worte gegossen. O Mensch, halt an, wo willst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo? Du fehlst ihm für und für. Himmelfahrt, so sagt Angelus Silesius und so sagt uns auch das Evangelium, Himmelfahrt ist eben nicht abgehoben zu sein, irgendwo ein Wolkenkuckucksheim sich zu bauen, sondern Himmelfahrt heißt, ganz fest verortet hier zu sein, auf der Erde, aber mit dem Himmel, mit dem, was von außen kommt, mit der Himmelfahrt Jesu Christi zu rechnen und sie in unserem Herzen zu haben, den Blick auf uns, auf uns selbst zu richten, den Himmel in uns zu tragen. Jesus fährt auf in den Himmel, beschrieben mit Wolken und der Blick nach oben. Er ist uns nicht fassbar, nicht verfügbar, das wird uns an dieser Stelle ganz deutlich. Aber ist er wirklich nicht gegenwärtig? Gott wird Mensch, damit er uns ganz nahe ist. Den Auferstandenen können wir nicht festhalten, aber wir sehen die Kinder in der Krippe, die Kinder in Armut. Wir sehen die Leidenden, die ausgegrenzt werden. Jesus sagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Er ist gegenwärtig in den Menschen, die uns begegnen, in den Menschen, die unsere Hilfe brauchen, in den Menschen, denen wir helfen können. Und auch in den Menschen, die uns helfen, die uns begegnen. Christus ist gegenwärtig in der Gemeinschaft, in der wir miteinander feiern. Der Auferstandene, er fährt in den Himmel, er wird für uns, er ist für uns unverfügbar. Aber er schenkt sich uns, er schenkt uns seine Gegenwart in Wort und Tat, immer wieder aufs Neue. Der leibhaft auferstandene Christus, er ist an einem Ort. Der Auferstandene, an den Himmel aufgefahrene, er ist überall dort, wo Menschen ihn rufen, wo Menschen nach ihm suchen. Er ist uns nahe, hier und jetzt und immer. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Du bist da, bist am Anfang der Zeit, am Grund aller Fragen bist du, bist am lichten Tag im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht, bist am lichten Tag im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Nähme ich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Meer. Schliefe ich ein im Reich der Toten, würde statt Nachtlicht um mich sein. Du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm meiner Mutter bist du, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Sitze ich da oder leg mich nieder, mache mich auf und ich seh. Meine Gedanken kennst du von ferne, weiß ganz genau, wohin ich geh. Du bist da,
heißt am Anfang der Zeit, das Rätsel des Lebens bist du. Bis am lichten Tag im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag im Dunkel der Nacht hast du für mich gewacht. Stehe ich jaunend am Strand und träume, zähle die Körner im Sand. Lote ich aus die Meerestiefe, sehe hinaus ins Sternenhaus. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, auch jenseits der Sterne bist du. Bist am lichten Tag im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Lass uns miteinander Fürbitte halten. Gott, wir legen dir die Menschen ans Herz, deren Blick ausschließlich in den Himmel geht, die ihre Augen aufheben und all das übersehen, was sie am Wunderbaren und an Traurigen umgibt. Hilf du ihnen, ihre Blicke auf ihre Mitmenschen, auf das Schöne und auf das Traurige zu lenken und im Hier und Jetzt zu leben. Gott, wir bitten dich für alle, deren Blick nur zum Boden geht, die nicht sehen, dass der Himmel offen ist. Wir bitten dich für die Traurigen und Ängstlichen. Hilf du ihnen, den Blick zu heben für deine Gegenwart, für die Menschen um sie herum, für die Schöpfung, in der wir leben. Gott, deine wunderbare Schöpfung umgibt uns. Wir sind dankbar und froh, dass du uns und alle versorgst und das Leben auf dieser Erde ermöglicht. Wir legen dir die ganze arme und geschundene Welt ans Herz. Erfüll sie mit deinem Geist. Gib uns die Kraft, dass wir bewahren, was du uns schenkst. Dass wir bewahren und bebauen und teilen. Wir bitten dich, Gott, für die Völker dieser Erde. Hilf uns, dass wir lernen, in Frieden miteinander zu leben. Wir denken an die vielen Menschen, die auf der Flucht sind, die nach Heimat und Geborgenheit suchen. Wir denken an die vielen, die Gewalt ausgeliefert sind. Wehre du dem Bösen und hilf, dass wir in Frieden behütet miteinander leben können. Und wir beten mit den Worten Jesu Christi das Gebet, das die ganze Welt umspannt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht in diesen Himmelfahrtstag mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden. Amen.